Hallo abgehoben, hallo YouTube, neues Video, neues Glück in alter Frische. Und zwar Leute, ihr seht richtig im Hintergrund, wir bekommen einen neuen mythischen Helden. Es war ja gestern schon im Teaser zu sehen. Und zwar wird er Gute, wie wird er denn eigentlich heißen? Er wird heißen Ambrus die Anomalie. Er sieht doch aus wie eine Anomalie in der, zweiten Form auf jeden Fall. Ja. Wir werden ihn aus dem Chimera Clash bekommen, aus den Truhen. Mal sehen, wie lange es da dauern wird. Ich habe das Skillkit jetzt noch nicht durchgelesen. Ich habe mir nur eine Sache über diesen einen Nekrosis-Buff-Stack, gehen wir gleich in Ruhe drüber, angeguckt, was das bedeutet und was das für einen Effekt hat. Ja, ich würde mal nichts vorwegnehmen. Wir gucken ihn uns erstmal an in der Baseform. Genau, wir gucken erstmal die Baseform an. Recht unspektakulär in der Baseform. Er wird ein mythischer Held der Fraktion Ritter Wiedergänger, Wiedergeburt. Wie auch immer, wieder. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, in der Baseform relativ unscheinbar. Ich zeige euch gleich die alternative Form. So sieht er dann aus in der zweiten Form. Ja, er sieht wirklich aus wie eine Anomalie. Also wie bei Stranger Things. Vor allen Dingen, er hat. Guckt mal bitte auf das Schwert von vorne, da unten. Seht ihr das? Das Auge, was da hin und her zuckt? Guckt mal. Flup, flup. Flup, flup. Geil. Das finde ich super. Mal gucken, ob der Held auch super ist. Dazu, falsches Fenster, das wollte man nicht. Ich öffne mir das mal in groß, weil easy blind und so. Und dann gehen wir mal über das Skillkit zusammen drüber. Genau, fangen wir in der Baseform an. Sein A1 greift alle Gegner an und zerstört die gegnerische Max-LP um 3%. Stapelbar bis zu 30%. Okay. Außerdem steigert er die Laufzeit eines zufälligen Debuffs auf allen Gegnern für eine Runde. Ist okay, ist okay. Diesen Effekt kann nicht standgehalten werden auf Gegnern, die einem Nekrosis-Stack unterliegen. Ich würde sagen, wir cutten jetzt mal direkt dazwischen, was ist ein Nekrosis-Stack, um das mal zu erklären. Das wird also wie so eine Art neuer Debuff sein, oder ja, kann man schon sagen, ein Debuff, ähnlich wie das zum Beispiel LP-Burn ist oder Gifte. Und zwar, ich lese mal vor, was Plyum uns dazu geschrieben hat, und zwar Nekrosis. Wann immer ein Champion stirbt, ein einzelner Nekrosis-Stack wird dann platziert auf alle anderen lebenden Gegner. Okay. Und wenn ein anderer Champion stirbt, wird wieder ein Nekrosis-Stack erhöht. Das heißt, Nekrosis-Stacks können sich, wie der Name schon sagt, stacken. Ja, 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie oft das Ganze auftritt. Genau. Und jeder Nekrosis-Stack zieht dem Gegner oder demjenigen ab, der das gerade hat, 5% seiner maximalen LP, immer wenn er einen Turn bekommt. Okay. Zum Beispiel hat ein Held zum Beispiel 3 Nekrosis-Stacks, kriegt er 15% Damage. Also 15% von seiner LP werden ihm jedes Mal abgezogen an jedem Turn. Okay, das ist nicht wenig. Und weiter schreiben sie, Nekrosis-Stacks do not decrease upon activation at the beginning of a champion's turn. Nekrosis is placed on a champion irrespective of the buff. Okay, okay, ja. Damage dealt by Nekrosis cannot be increased. Okay, replace. Okay, if there are any dead enemies champions in the battle after stone skin buff expires, Nekrosis stacks equal to the number of dead enemies champions will be reapplied. Okay, also man kann es auch mit Stone Skin erstmal blocken. Da kommt der Debuff, also dieser Debuff nicht drauf. Aber sobald das Stone Skin abgelaufen ist, kommt das Äquivalent dazu dann doch drauf. Finde ich persönlich cool. Ist so ein bisschen dann wieder ein kleiner Konter nochmal gegen Stone Skin. Also zumindest nicht gegen die Stone Skin Mechanik, aber gegen Stone Skin generell so ein bisschen. Und wenn immer ein gegnerischer Champion wiederbelebt wird, wird nur ein Stack entfernt von allen Verbündeten, die leben danach. Also mit Revive könnt ihr die Stacks wieder runternehmen und wenn ihr jemanden tötet, erhöhen sich die Stacks. Okay, das ist relativ viel meiner Meinung nach. Also 5% pro Stack, wenn man das relativ hoch stackt, könnte das schon gut sein. Okay, lassen wir mal so stehen. Die A2, gebuckt auf 3 Runden, platziert einen wahre Angst-Debuff auf alle Gegner für eine Runde und einen großen Angriffsverringerer-Debuff auf alle Gegner für 2 Runden. Okay. Diesen Effekten kann nicht standgehalten werden, wenn diese Gegner einen Nekrosis-Stack haben. Okay. Dann braucht er also keine Genauigkeit, theoretisch. Okay. Dann garantiert er sich, also dann gibt er sich selber eine extra Runde nach der A2, nach dieser A2. Das heißt, sie ist eigentlich gar nicht auf 4 Runden, wenn er Bücher drin hat, sondern auf 3 Runden.
Okay, ist aber jetzt schon. Wir haben hier zwei Debuffs, die wir platzieren. Wenn wir mal Arena denken, meh, Polymorph. Lassen wir mal so stehen. Dann die A3. Er greift alle Gegner an. Er entfernt alle Steinhaut-Buffs und ersetzt sie mit einem wahre Angst-Debuff. Und Blocke Debuffs-Buff ersetzt er mit einem Blocke Buffs-Debuff. Buh. Okay, er entfernt also alle Steinhaut-Buffs. Muss man dazu sagen, Steinhaut-Buffs-Entfernung steht hier, ist 100%, ist in der Wahrheit aber nur 50%, weil ihr immer eine 50%ige Chance habt, dass Steinhaut runtergenommen werden kann. Ja, aber dann kommt wieder Angst drauf, dann kommt wieder Blocke Buffs, Debuff drauf, wieder Mäh ohne Ende. Ja, okay. Außerdem entfernt er alle... Oh Gott, ist mal Affecting Stats and replace them with the removed Debuff. Okay, krass. Und er entfernt alle positiven Buffs, also zum Beispiel einen Angriffssteigerer oder einen Defsteigerer und so weiter, mit dem negativen Äquivalent dafür. Das ist krass. Zum Beispiel aus einem Angriffssteigerer hat euer Gegner einen Angriffssteigerer, wird ein Angriffsverringerer draus. Hat er Dauerheilung, wird Heilungsverringerung raus. Hat er Stärkung drauf, wird Schwächung drauf. Okay, und diesen gespiegelten Debuffs haben dieselbe Laufzeit wie die Buffs vorher, die gespiegelt wurden. Okay, interessant. Außerdem steht er 5% Rundenmeter für jeden Buff, den er in einen Debuff umgerüstet hat. Okay. Es kann punktuell richtig viel Rundenmeter sein in einem Arena-Team, wenn ihr ein Team habt, was sich vorher gebufft hat. Ja. Aber ist ein unglaublicher Polymorph-Magnet, diese A2. Also ihr habt ja hier wahre Angst, Blocke Buffs, Debuff, Angriffsverringerer, je nachdem. Also das ist sowas von meh. Und dann steht er 5%, das hat man gerade, genau. Und außerdem senkt er das Rundenmeter aller Gegner noch um 20%. Okay. Und diesen Effekten kann wieder nicht standgehalten werden, wenn euer Gegner ein Nekrosis-Deck hat. Also ja, es ist darauf ausgelegt, wahrscheinlich ihn ohne Genauigkeit zu spielen und dann probieren, die Nekrosis-Decks drauf zu bekommen. Okay. Und dann hat er eine Passive in der ersten Form. Wann immer er einen Gegner tötet, platziert er ein Nekrosis-Deck auf alle anderen Gegner. Mhm. Okay, so können wir also diese Nekrosis-Stacks platzieren. Wir müssen Gegner töten. Und diese Stacks können nicht standgehalten oder blockiert werden. Okay, die gehen also auch durch Blöcke durch. Ja. Durch Stoneskin haben wir ja gerade gelesen. Stoneskin gehen sie nicht durch, so wie ich es verstanden habe. Aber die werden danach draufgesetzt, sobald Stoneskin abgelaufen ist. Okay. Nekrosis-Stacks can only be removed by reviving dead allies. Also ihr könnt, wenn ihr die drauf habt, die einzige Möglichkeit, die von euch runterzubekommen, ist, indem ihr für eure Verbündeten wiederbelebt, eure Gegner wiederbelebt, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Dieser Effekt genau, funktioniert nicht gegen Bosse und ihre gespiegelten Gegner. Okay, und wenn mehrere im Team sind, geht es wieder nur bei ihm. Und am Start und am Ende von seiner Runde aktiviert er sofort alle Nekrosis-Decks auf allen Gegnern in der Base-Form. Das ist krass. Also wenn wir viele Instanz, wieder viele drauf haben... 5%? Aber wahrscheinlich geht es dann hier wieder nicht an der Hydra. This effect does not work against bosses and their minions. Schade, weil dann wäre das natürlich krass. Jedes Mal, wenn er ankommt und er aktiviert ihn, 5% max LP, maximale LP abgezogen. Das wäre natürlich krass. Ah, schade. Und dann hat er auch noch eine Aura. Er erhöht die LP von allen Verbüchten in der ersten Form um 35%. Ja, eine gute Kontrolle und vielleicht noch so eine Mini-Damage-Dealer-Form. Okay, gucken wir mal auf die zweite Form. Ich finde die zweite Form vielleicht ein bisschen geiler, vielleicht irgendwie... Normalerweise sind die zweiten Formen ja bei den Mythics immer ein bisschen besser. So, ich mache es mir wieder groß, ansonsten sehe ich nichts. So, ich finde ihn in der zweiten Form sieht er echt geil aus. Okay, zweite Form. Er greift einen Gegner an. Er platziert einen Extra-Treffer, wenn das Ziel ein Nekrosis-Stack unterliegt. Okay. Und er platziert weiter in einen Block Revive Debuff, wenn diese Attacke einen Gegner tötet. Also auch mit Block Revive. Ja, gut, wenn die zweite Form gut zuhauen kann, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil es sind auch nur Damage-Bücher. LP-basierend. Ja, warum nicht? Dann die A2. Greift alle Gegner an und er erzielt doppelten Schaden auf Gegner mit weniger Genauigkeit, als er selber hat. Okay.
Und, aber er ignoriert 50% der gegnerischen Defensive auf Gegner, die mehr Genauigkeit haben oder gleich viele wie dieser Held. Jetzt stellt sich die Frage, was will man eher haben? Will man lieber 0% Defense Ignore haben und dafür aber den doppelten Schaden oder lieber 50% der Defensive ignorieren? Ich bin eher bei dem zweiten Part, wenn ich ehrlich bin. Ich ignoriere lieber 50% der Defensive. Es kommt mir mehr vor als nur einen doppelten Schaden von 0% Defensive. Definitiv ist es mehr. Okay, interessant. Dann das Ganze gebuckt auf 3 Runden, die A2. Okay. Dann die A3 in der zweiten Form. Er tauscht die LP mit einem Gegner. Das kann punktuell auch ziemlich geil sein. Zum Beispiel hat er jetzt wenig LP und ihr habt gegenüber einen Helden, wo ihr wisst, der hat viel LP, eine Duchess, Marischka oder was weiß ich nicht wer. Ja, dann ist er fast wieder voll. Wenn das Ziel ein Gegner ist, stellt er seine maximalen LP wieder her und heilt sich selber komplett. Okay, dann muss er halt aber erstmal die Max-LP verringert bekommen haben. Naja, okay. Jedes Mal, wenn diese Attacke genutzt wird, die A3, steigert sich sein Ignore-Defense-Effekt um 10%. Aber nur während er in der alternativen Form ist. Das ist genau wie bei Toshiro. Interessant. Und dann garantiert er, dann kriegt er noch eine extra Runde. Das heißt, die ist nicht auf 4 Runden, die ist auf 3 Runden. Das heißt, wenn man in einen längeren Kampf, wenn ihr die 5-mal nutzt, ignoriert er dann, ja, ihr habt hier 50% hochgesteckt, Defense-Ignore. Und ihr habt dann hier diesen Part in der A2 noch mit 50%, dann ignoriert ihr 100% Defense-Ignore. Eieieiei. Aber das ist halt wieder auf einen längeren Kampf ausgelegt. Ihr müsst erstmal 5-mal die A3 überhaupt nutzen. Und ihr dürft nicht die Form wechseln. Könnte aber gut hitten. Könnte gut hitten. Die erste Form ist mehr anscheinend so ein Kontroll. Und die zweite Form ist dann eindeutig die Damage-Form. Okay, dann hat er noch einen passiven Effekt in der zweiten Form. Und zwar, wenn dieser Held stirbt, reflektiert er 50% vom kritischen Treffer, also vom tödlichen Treffer, zurück auf den Angreifer. Including any suppressed damage. Okay, also auch den überschüssigen Schaden. Als Beispiel hat er zum Beispiel noch 5000 LP. Und er kriegt aber einen Hit ab, der eigentlich 50.000 LP macht. Dann kriegt er erstmal 50% von diesem tödlichen Treffer, das wären 2.500 plus diesen zusätzlichen Schaden. Also würde er nicht 50.000, sondern 25.000, so habe ich es jetzt verstanden, Schaden bekommen, anstatt nur der 5.000. Ja, das als Damage Reflect, das kann richtig gut sein, weil dann kannst du so einen gegnerischen Damage Dealer, der bringt sich selber um. Weil die haben nicht so viel LP. Ist cool, coole Passive. Und wann immer ein Gegner getötet wird, platziert er dann ein Nekrosis-Deck. Genau, das ist wieder das gleiche wie in der ersten Form. Also er hat auch diesen Nekrosis-Faktor mit diesem Killen auch in der zweiten Form. Das finde ich gut, weil in der zweiten Form werdet ihr wahrscheinlich mit ihm öfter mal Gegner töten als mit der ersten Form. Ja, ist nicht schlecht. Und dann hat er noch einen aktiven passiven Effekt aller 5 Runden. Wenn dieser Champion durch einen tödlichen Treffer getötet werden würde, genau, macht er, genau wie das Aniri macht, platziert er vor dem Tod halt ein Wiederbeleben bei Todbuff für eine Runde und kommt dann automatisch wieder hoch. Ja, also immer wenn er getötet wird, aller 5 Runden, Wiederbeleben bei Tod und er kommt danach wieder hoch. Auch hier wieder Aura LP in allen Schlachten 35%. Also halten wir mal fest. Erste Form, Kontrollform. Zweite Form, Damage-Form. Ich finde es aber relativ cool, muss ich sagen. Erste Form ist leider, sehe ich in der Arena ehrlicherweise nicht, weil er wird ein unglaubliches Polymorph-Magnet sein, weil er so viele Debuffs spiegelt, Buffs spiegelt in den Debuffs oder wahre Angst, Angstverringerer, Steinhaut wieder runter und bla bla bla. Das ist ein Polymorph-Magnet in der ersten Form. Aber die zweite Form finde ich persönlich recht interessant. Finde ich cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, Leute, wie ihr das Ganze seht. Seht ihr es ein bisschen kritischer? Also ich finde es gar nicht so doof, muss ich sagen. Gerade mit diesem Nekrosis-Deck, 5% sind viel, meiner Meinung nach. Es werden natürlich jetzt noch mehr Helden damit reinkommen. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich ihn nutzen wollen würde. Vielleicht auch bei der neuen Chimera dann selber. Aber das Ding ist halt, wir brauchen erstmal 100 Fragmente in dem neuen Content. Und dann brauchen wir ihn wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Wobei Mitralla auch ehrlicherweise ein super Held ist. Und dann im weiteren Verlauf immer die Hydra deutlich erleichtert hat bei vielen. Ja. Ich finde ihn nicht so schlecht. Mal gucken, wie er sich dann spielt. Dauert sicherlich noch ein paar Monate, ehe wir überhaupt ihn bekommen. Aber in einem geschenkten Gaul kann man nicht
Ja, ihr wisst, was ich meine. So, aber die Kommentare mit euch, Leute. Wie findet ihr den Helden? Wo seht ihr ihn vor allen Dingen? Habe ich was übersehen, wo ihr ihn speziell wirklich seht? In irgendeinem Content? Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Euer Easy, macht's gut.